Bitte seid gnädig heute. Wir müssen, also wir erklären jetzt auch gar nicht, wir gehen direkt rein und wie gesagt, für jeden, der nicht Bescheid weiß, entweder ihr guckt zu und Learning by Showing, Alter, oder ihr macht die VODs an, weil da gibt's ein paar von, die letzten Wochen. Oh. Ich hab den schon zweimal gesehen, beim selben Streamer. Ja, das ist okay. Heute, oder was? Heute. Heute zweimal beim selben, wahrscheinlich. Asilut wieder Schrödingers Chat. Oh, warte mal, guck mal, die sind gnädig. Nein, nicht heute. Okay. Also es ist auf jeden Fall selten. Das ist klar. Also der Golden Kappa Train wird von Twitch random irgendwie mit irgendwas Randommäßiges wird das irgendwie an die Channels rausgeklatscht. Da gibt es kein Auswahlverfahren, da gibt es einfach nur, das ist wie Rad drehen. Das alles. Aber scheiß mal jetzt auf das. Denn wir sind hier. Sonntag und vor etwa 2 Wochen. Ich weiß nicht, wie oft das an einem Tag passieren kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass einmal am Tag auf ganz Twitch, also was bedeutet einmal am Tag? Ist das dann Deutschland? Ist das die Dachregion? Oder einfach Internet? Also das kann doch nicht sein. Okay. Leute, ihr wisst, was wir zu tun haben, ja? 23.52 Uhr. Wir legen los. Nein. Dreck suchen. Wie gesagt, jetzt haben wir noch keine Gefahr. Wenn wir jetzt so viel finden können, wie wir, also wie es möglich ist, dann wäre es halt geil. Aber wir dürfen nicht zu hektisch werden. Nicht zu hektisch werden. Habt ihr was gesehen? Es tut mir leid. Entschuldigung. Ich bin noch ein bisschen hyperaktiv gerade. Okay. Wenn der Code sich ändert, schreit ihr auf. Alles andere ist, glaube ich, das kriegen wir hin. Stimmt, wir haben ja einen Clip. Klar, wenn ihr nicht wisst, was es um dem Spiel geht, Topsy hat einen wunderschönen Clip für euch. Angepinnt. Dankeschön. Ganz einfach. Das Leben kann so leicht sein, ne? Ich vergesse das nur immer. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. 599. Scheiße, ich hab die Alerts noch nicht gemutet. Jetzt aber. Ihr Schlingel. Also ich sage ehrlich, im ersten Moment hatte ich gestern ein besseres Gefühl, aber das ist ja egal. Das hat uns ja trotzdem nichts gebracht. Aber wenn ich hier gerade sehe, dass hier nichts rumliegt, ich glaube, gestern war die Mitleidsrunde von dem Spiel. Gestern hat sich das Spiel gedacht, komm, gönnen wir ihnen heute mal. Gönnen wir ihnen heute mal ein bisschen Glück. Und ich glaube, wir haben das ganze Glück verpasst. Mit diesem unfairen Rauswurf gestern. Und das war unfair. Das war nicht unser Fehler. Sowas von nicht unser Fehler. Guck mal, hier ist gar nichts. Ah, dankeschön. Endlich. Okay, das ist die 1. Weiter geht's. Ich versuche wirklich so konzentriert wie möglich zu sein, aber irgendwann, wenn du die ganze Zeit darauf starrst, ist es halt einfach schwierig. Komm, das Paranoide dann noch jetzt irgendwie reinlassen, das ist auch ganz schlecht. Alles nichts. Es war gestern der Run. Gestern war's. Aber wir belieben. Ich beliebe, Kevin, ich beliebe. Ich klicke auch gerade sehr schnell, ne? Da war schon wieder der Geist mit dem Bettlaken. Perfekt. Tür geschlossen. Denn mal, es geht nur um die beiden hier. Hier kann man ja nicht sehen, wenn die offen sind, oder?
sagen die langsam Bescheid. Jetzt kommt gleich der Clint noch dazu geschaltet in den Zoom-Call und dann müssen wir aufpassen. Ist hier nichts? Hier ist nichts! Wir hatten gestern zu der Zeit schon gefühlt 2 oder 3. Ich glaube, das Spiel, wenn du zu ungeduldig bist, das nimmt dir das übel. Ich wollte gerade sagen, ich muss mein Handy noch ready machen mit einem 30-Sekunden-Timer. Junge, was hat uns dieses Spiel angetan eigentlich? Durch dieses Scheißspiel ist so viel Scheiße passiert. Die Blutlache im Bad war weg. Ja, sicher. Wir haben die auch gemeldet. Das ist schon richtig so. So, Clint kommt rein. Jetzt müssen wir langsam vorsichtig werden. Noch ist okay. Weil er hat noch nicht auserzählt. Guck mal, hier ist nichts. Ist einfach nichts. Ein Hauch von nichts. Die Tür ist zu, Fenster sind zu. Alles geschlossen. Keine Waffe, ich werde nichts sagen. Ich sag nicht, dass Mr. Falco gleich fliegt, ich sag gar nichts. Ich werde mich einfach dem Spiel hingeben. Ich werde dem Spiel keine Chance geben. Da ist ein Handy. Bam. Ich werde dem Spiel keine Chance geben, irgendwas hier zum Jinxen zu benutzen. Auf gar keinen Fall. Sag doch nicht seinen Namen. Okay, ich hör auf. Wir nennen ihn jetzt einfach Walter den Wurm, okay? Walter der Wurm wird uns bestimmt irgendwann mal besuchen, aber jetzt noch nicht. Okay. Jetzt müssen wir langsam vorsichtig werden. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt sind offiziell die Serienkiller scharf gestellt. Brauchen wir eigentlich nur noch den Tab für Pakete. Ist nichts, ne? Ist gar nichts. Aber wenn du ihn Walter den Wurm nennst, dann sagst du ja trotzdem seinen Namen. Das ist korrekt, aber Mr. Del Falco hört ja nicht auf Walter den Wurm, weißt du? Das heißt, wenn ich Walter den Wurm sage, dann wird er nicht kommen. Dann kommt nämlich Walter der Wurm. Weil ich meine, wenn du mich jetzt Otto nennst, dann höre ich ja auch nicht drauf, oder? Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Okay, weiter geht's. Ey, bei dem Spiel darfst du dich auch erst freuen, wenn du einfach fertig bist, ne? Haben wir irgendjemanden, der 30 Sekunden uncounten kann? Weil ich kann das nicht. Ich habe keinen Timer hier. Ich kann es vergessen. Also ich hätte Dobbys Stoppuhr. Warte mal, das ist die beste Idee, Dobby. Geil. Die Stoppuhr. Das ist perfekt. Dobby, wenn du irgendwo bist, beste Sau. 30 Sekunden. Okay, läuft. Okay, Konzentration. Ich laber wieder Scheiße. Fenster geschlossen. Hier ist nichts. 30 Sekunden vorbei. Und Abfahrt. Hallo? Macht hier jemand private Geschäfte in meinem Badezimmer? Und wieder. Oi. Macht man das denn jetzt?
Was haben die für ein lautes Telefon? Ob man das so laut in einer anderen Wohnung hört, was, wie klingelt das denn? Bin ich bescheuert? Ey, wirklich jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Es ist hier nichts. Es ist einfach tote Hose. War das nicht seins? Nein, wir haben kein Telefon. Wäre das erste Mal, dass ich hier von dem Telefon erfahren würde im Spiel. Okay, Neustart. Also wenn ich jetzt dann danach nochmal die Stoppuhr irgendwie auf den Tisch haue und die geht davon kaputt, dann haben wir ein Problem. Spätestens dann. Im Telefon, aber das stand da vorher schon, ne? Ey, guck mal, hier ist gar nichts. Hier ist nichts. Das kann mir doch keiner sagen. Zum gleichen Zeitpunkt gestern hatten wir schon so viel mehr, glaube ich, oder? Oder ist es, bilde ich mir das jetzt ein? 30 Sekunden. Nee. 20 Minuten, alles klar. Also, das können wir sowas von vergessen. Okay, um full 11 müssen wir los. Nee, warte mal, um 50, 10 Uhr 50 müssen wir spätestens los. Da ist ein Tablet. Ach du Scheiße. Wenn bis 11 Uhr 5, bis 10 Uhr 50 kein Signal ausgefallen ist, müssen wir los. Was ist das? 8A, ne? Ja. 30 Sekunden ab jetzt. Manchmal ist es auch richtig ekelhaft, wenn so Geldscheine hier rumliegen. Das ist ganz schlecht. Die erkennst du nicht so gut. Doch nicht so geil mit der Stoppuhr, weil ich weiß nicht, wie man die resettet die ganze Zeit. Warte mal. Ah, okay. Okay, alles klar. Jetzt hab ich's. Erst stoppen, dann resetten und dann wieder starten. Okay, 30 Sekunden ab jetzt. Tablet haben wir, das haben wir gerade schon gemeldet. Komm schon, gib mir irgendwas. Gib uns was Tolles. Irgendwas Schönes. Irgendwas Traumhaftes. Oder oben! Versuch mich zu konzentrieren! In meinem Dark Web Job! Alles gut. Rot ist noch grün. Wir sind da. Und wie kann man so dumm sein? Das nicht restart. Oh ja, let's go. Das ist High Value, ne? Das Paket. Taschen sind sus, aber die sind High Value. Wir müssen los. Wir müssen gehen. 8A. Wir checken trotzdem die Laterne, den Empfänger. Wir checken auf jeden Fall trotzdem den Empfänger. Oh. Ja, das Spiel macht einen fertig. Das macht einen paranoid. Wir müssen bis 5 Uhr morgens durchhalten.
Es kann noch so viel Scheiße passieren. Wir waren gestern so gut dabei. Aber diesmal wird uns Walter der Wurm nicht aufhalten. Auf gar keinen Fall. Es sei denn, da steht jetzt jemand. Dann können wir natürlich sein, dass wir die Zeit verlieren. Aber da steht keiner, weil wir lieb sind. Weil uns alle gerne haben, oder? Natürlich haben uns alle gern. Ich warne dich, ne? Wir müssen eigentlich direkt runtergehen. Das geht gar nicht. Wir haben keine Zeit. Komm. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Scheiße. Warum bringst du das Paket eigentlich nicht direkt weg? Hä? Du musst doch erstmal vom Dach holen. Ja, der ist bestimmt Kettenraucher. Alle 10 Minuten eine Schachtel. Bam. Kaputt. Vorbei. Ich glaube, dann hast du so eine Ausdauer. Perfekt. Gut, das Paket haben wir schon mal sicher. Das heißt, da haben wir schon mal keine Probleme. Und wir kümmern uns um den anderen Scheiß. Hör, ich geh jetzt kurz vom PC, vom TV und guck da weiter. Wäre toll, wenn du nicht stirbst. Okay, alles klar. Kein Problem. Wenn ich jetzt sterbe, bist du schuld. Oder wenn wir drauf gehen, ist gegen Leonardo schuld, weil er das gejinxt hat. Tot. Tot. Bin ich eigentlich dumm? Warum fahre ich aufs Dach? Lass mich bitte einfach durch. Dankeschön. Ihr glaubt, ihr neuer Code? Natürlich! Oh nee, warte mal. Das könnte natürlich... Trotzdem. Ich fühle mich so unsicher im Vergleich zu gestern. 49602. Vier, neun, sechs, neun, zwei. Bam. Fertig. Keiner da? Wir müssen jetzt so ein bisschen sputen, ne? Ich meine, wir haben hoffentlich ein bisschen Zeit, weil wir halt das Paket abgeliefert haben. Okay. 30 Sekunden. Bam. Ich hasse diese Parkhäuser. Die sind so unangenehm. Nichts. Nichts. Das kann doch nicht wahr sein. 30 Sekunden vor... Oh, nee, Alter. Nicht dein Scheißernst. Wir müssen das Licht ausmachen, sonst ist er zu lange hier. Fuck. Was bringt der Code eigentlich? Der Falco kann doch trotzdem in der Bude und sonst kommt keiner rein, oder? Doch, 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 doch. Es gibt die Noirs, die interessiert das nicht, ob die Tür abgeschlossen ist oder nicht. Also interessiert eigentlich keinen. Das Ding ist halt, wenn du die Tür nicht abschließt, dann kommen die viel einfacher rein und viel öfter. Dann können sie halt direkt hinter dir stehen und dich einfach wegballern. Setz dich doch zurück. Also Stoppuhren bedienen kann ich nicht. Da bin ich raus. Was für beantworte mal Jusi? Frage, Leute, ich muss mich jetzt hier konzentrieren, was für Frage beantworten, wollte ich mich verarschen. Und ihr regt euch auf, wenn wir es nicht schaffen. Immer das Gleiche. Wieso sind Taschen sass und Geld? Geld ist doch nicht sass. Geld ist nicht sass, Geld ist High Value. Taschen, also Rucksäcke und so sind sass und Pakete sind High Value auch. Frag mich nicht warum. Ist einfach so. Hallo. Okay. Alles gut. Jetzt müssen wir aber was finden.
Mindestens zwei Sachen. Und go. Komm schon. Gib mir irgendwas. Hier liegt auch nichts. Nichts. Ey, ist das eine Enttäuschung. Jetzt kommt noch Walter der Wurm. Ich hab Walter gesagt! Ey, das kann nicht wahr sein. Also einmal ist krass, aber zweimal hintereinander ist Wahnsinn. Ey, das ist so gruselig. Du... Ist das dumm, Alter. Komm schon. Das kann nicht wahr sein. Ich glaube, ey, ohne Witz. Wir machen einen Lottoschein. Es geht nicht anders. Oh, nee. Sag es beim nächsten Mal einfach nicht, dann kommt er auch nicht. Mit seinem Gucci-Bag und seinem festen Hut, Alter. Der könnte einfach ein Model sein, oder? Ey, der könnte auch genauso gut über Catwalk laufen, der Wichser. Oh. Okay, wir stehen direkt auf. Aber wir müssen checken. Der Mann von den Noirs ist Taschenlampe draufleuchten, die Frau ist auf ihn zulaufen. Wir müssen, ey, wir müssen was finden jetzt. Sonst sind wir am Arsch. Wir sind wirklich am Arsch. Wir haben 4 von 4. Wo ist denn hier irgendwas? Außer Scheiß, den Falco-Wurm. Ah ja, danke schön. Weiter geht's. Ey, das ist unfassbar. 2 Tage hintereinander ist sehr viel gruseliger als einmal. Einmal ist Glück, aber zweimal ist verflucht. Kann mir keiner erzählen. Oh, der Code. Warte. Wir haben wahrscheinlich eine neue Aufgabe für Pakete bekommen, ne? Also Leute, es ist gerade echt nicht... Was macht der? Der kommt irgendwann. Wenn wir Pfeifen hören, müssen wir uns verstecken. Wenn wir es pfeifen hören, müssen wir uns verstecken. Was ist der Code? Warte mal, ich bin so dumm. Ich bin gar nicht konzentriert genug. 3, 2, 9, 6, 4. Leute, was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir nach diesem Spiel, wenn wir das immer mal fertig haben, dass wir Welcome to the Game nochmal probieren? Ich würde sagen, das ist wesentlich härter, weil es halt nur diesen normalen Modus gibt. Es gibt da keinen Modus, wo du dann irgendwie Speicherpunkte hast plötzlich. Also, das ist wesentlich unentspannter, glaube ich. Aber es ist halt krass. Also, das ist wirklich Brainfuck. Das hat mich irgendwann hat mich das damals abgefuckt. Was ist das? Das sind genau die gleichen Spiele, nur mit anderen Prinzipien. Da musst du andere Sachen herausfinden. Also nicht mit Kameras, sondern irgendwie im Dark Web da rumsurfen, weil du irgendwelche Informationen suchst und so. Hier ist nichts. Leute, ich kann nichts machen. Ich bin machtlos. Wir sind gleich bei der Hälfte der Zeit und wir haben... Also ich meine, wir haben das Gold schon erreicht, aber trotzdem, das ist zu wenig. Das reicht noch nicht, um sicher zu sein. Hallo, an Lila, ich habe gerade wieder gecallt, dass Mr. Falco einfach kommt, ne? Ich hab's einfach schon wieder getan. Ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, ich sollte einfach wirklich meinen Mund zukleben mit Panzertape. Kam er? Ja. Genau in der nächsten Szene. Wie gestern. Was ist das hier? Ne, das lag da vorher schon, ne? Tür auf. Jawoll! Und direkt weg. Direkt gucken. Geil. Vor allem wichtig. Damit das hier irgendwas werden kann, musste das so sein.
Musste so kommen. Keine Paketanfrage bisher, oder? Was liegt denn auf dem Stuhl? Ist da irgendwie... Soll ich mal SAS einfach anklicken bei dem Raum hier? Ich weiß nicht. Kein Paket. Soll ich dir helfen beim Suchen? Alle helfen. Alle helfen beim Suchen. Dürft ihr gerne machen. Scheiße. Also bei dem Raum, da tue ich mich am schwersten. Manchmal liegen da Körperteile auf dem Boden, aber der Rest, keine Ahnung. Hier ist nichts. Ich meine, noch können wir chillen, noch haben wir kein Problem, aber nächste Stunde sieht es dann wieder anders aus, ne? Nichts von. Hä? Wie sehe ich nichts von? Laberst du? Wie sollen die Leute denn Bescheid geben, wenn da nichts zu sehen ist? Hä? Was ist das für ein Call? Sag mir nicht, du bist jemand, der dieses Spiel so komplett kennt und denkst, du wärst jetzt der krasseste Mensch, der weiß, wo überall ist. Also kannst du direkt wieder gehen, Junge. Da habe ich keinen Bock drauf. Da bin ich raus. Ach, das war ein Witz. Ach so, ey. Haha. Witzig. Witzig. Außerdem, wenn da einer im Bad ist, deswegen gucken wir ja da rein. Da können die Noir-Leute stehen. Ach, von denen haben wir bisher noch nichts gesehen, ne? Nee, komm, hör auf. Das ist so unfair, Mann. Ich komme nicht mal schnell genug dahin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fick die Henne. Ja, ist wieder meine Schuld, oder was? Ihr könnt mich am Arsch lecken. Was muss man dann machen? Nee, du musst, bei den Noirs musst du gewisses, also es gibt einen Männer-Noir, es gibt eine Frau-Noir. Bei der Frau-Noir musst du auf die zulaufen, bis sie ihren Kopf dreht, dann musst du dich umdrehen und dann 10 Sekunden warten. Bei dem Mann musst du den mit der Taschenlampe anleuchten und dann umdrehen. Weil sonst ist, wenn du das vertauscht oder so, dann ist Kacke. Kann ich raus? Headshot. Mein Gott! Komm, mach den Aufzug zu, weil wir alle Bock haben. Mr. Dave Falco möchte auch nochmal Strandparty machen. Komm! Siehst du, ich kann nicht immer alles jinxen. Ist echt so. Wenn das so funktionieren würde beim Lotto oder so, dann hätten wir keine Probleme mehr, wenn ich das jinxen könnte. Licht aus. Ach, hör doch auf! Na komm. Guten Tag. Na? Sind Sie eine Doppelgängerin? Don't. Ja, ich mache ja gar nichts. Okay, reicht. War der Code? Weiß hier noch jemand? Der hat sich bestimmt geändert, aber egal. Ich halt meine dumme Fresse. 17978. Eins, sieben, neun, sieben, acht. Und bam.
Oh, jetzt müssen wir echt was leisten, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen was ballern. Wahrscheinlich ist jetzt Paket hier noch. Ja, sicher, klar. Schön. Vor 10 Minuten. Das heißt, wir warten jetzt noch bis 11:58. 2C. Ist nichts. Nichts ist hier. Nichts. Gar nichts. Wie soll man sowas reißen? Wie soll das gehen? Das meine ich, warum wartest du? Ja, weil ja in der Zeit auch das Signal ausfallen kann, weißt du, von dem Kamerasignal. Und dann schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe, weil da müssen wir sowieso nach oben. Und wir müssen ja auch nach oben, um das Paket zu holen. Das ist halt immer so ein bisschen die Hoffnung, aber ich glaube, die können wir jetzt vergessen, weil wir haben ja gerade die Antenne wieder angemacht. Was der rote für ein Keller ist? Modkeller! Hä? Jetzt tut man nicht so! Kennen wir doch! Ich warte noch bis 55. Komm, eine Sache möchte ich noch melden, bitte. Das ist so wichtig. Wir haben, ey, wir sind immer noch im Dings, aber... Och, das ist doch nicht dein Ernst! Das war's mit dem Paket. Das können wir vergessen. Das Paket ist weg. Das Spiel ist nur sehr selten so gnädig. Das Spiel, das ist nicht lineal, das ist immer unterschiedlich. Das hat nichts mit gnädig zu tun. Also es ist schon, es kann schon vorkommen. Vor allem wenn du, wenn die Zeitpolster von den Paketen sind ja immer unterschiedlich. So, das weiß man ja nicht. Also deswegen einfach zu sagen, ja, wir holen jetzt das Paket, ist halt genauso Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Es kostet uns nichts mehr, außer halt ein Risiko, ein kleines, wenn wir warten. Schulz, halt's Maul, was willst du? Was gehst du mir jetzt auf den Piss? Wer bist du überhaupt? Wo kommst du? Du kommst hier rein, schreibst hier Chilmer. Wer bist du, Junge? Geh mich auf den Sack. Was für Chilmer? Junge, immer diese random Leute, die ja reinkommen und irgendwie große Fresse haben. Wollt ihr mich verarschen? Was ist mit euch? Habt mal Respekt. Weg, direkt Timeout rein. Junge, ist mir zu doof. Late Night solche Leute hier rein zu haben, oder was? Check ich nicht. Was wollen die mal? Wer seid ihr, Mann? Dankeschön. Jetzt kannst du mal chillen auf der stillen Treppe. Ich wollte eigentlich ein Timeout sagen, aber okay. Julia sagt nein! Oh mein Gott. Warum macht er das immer? Hör auf damit! Genau wie gestern. Warte mal, sind wirklich Ferien? Was ist der Code? 17978. Null, neun, vier, neun, sechs. Wir müssen drei Sachen finden. 09496. Okay, danke, Leute. Perfekt. Der ist sich auch einfach in die dunkle Ecke. Der ist einfach zusammen mit Mr. Del Falco in die Bude reingelaufen. Einfach zusammen. Ey, es kann mir doch keiner erzählen, dass hier nichts spawnt. Nichts, was man melden kann. Das Ziel des Spiels ist angeheftet. Als Clip. Ja. Perfekt.
Komm schon. Wir haben bisher nicht viel Glück bei diesem Versuch, aber trotzdem würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das komplett verkackt ist bisher. Oh ja. Sass. Bam. Geil. Hier ist halt nichts. Übersehen, bitte nicht töten. Nee, darum geht's ja gar nicht. Ne? Also, das sind ja ganz normal. Es kommt immer darauf an, wie man was fragt oder wie man etwas sagt. Aber wenn Leute hier reinkommen ohne irgendwelche Kontexte, sagen, chill mal, Junge, wer seid ihr? Was soll das? Rede doch normal einfach. Wo ist das Problem? Verstehe ich immer nicht. Oh mein Gott, das Paket. Geil, wir sind bei 4 von 5. Eben Menschen, die sind ein bisschen sensibler drauf. Wie sensibler, was meinst du? Inwiefern? Der Dude, der Chillmann geschrieben hat, der ist sensibler? Und natürlich kein Paket. Scheiße. Sollen wir noch warten? Ich meine, wir könnten, also ich meine, wir verlieren jetzt Zeit, aber wir haben ja noch Zeit, weil wir müssen ja nur eins. Wir müssen ja nur eins melden. Wir haben noch genügend Zeit. Wir können noch warten, ob wir vielleicht noch ein Paketangebot bekommen. Oder? Weil wenn wir jetzt hochfahren und ein Paket ist da, weil dann wissen wir nicht die Adresse. Wir können zwar immer noch runterfahren, aber in der Zeit kann so viel passieren. Vielleicht ging Ihnen das ein bisschen zu nah mit dem Schreien, nur eine Vermutung, will da nichts und niemand in Schutz nehmen. Manche verstehen das nicht als Spaß, so. Ja, aber dann frag doch einfach. Also, Junge, die Leute kennen mich doch gar nicht. Dann komm doch nicht hier rein und urteil über mich. Also, die wissen doch gar nicht, wer ich bin, wie ich mich benehme. Also, was soll das jedes Mal? Jedes Mal meinen die Menschen irgendwie zu urteilen, wie man sich zu verhalten hat und wie man nicht zu verhalten hat. Ich verstehe das immer nicht. Das geht mir halt einfach auf die Nerven. Tut mir leid. Mach ich doch auch nicht. So wie das geschrieben hat, denke ich, es war kein Spaß. Ja, man kann das immer kennzeichnen. Oh nein. Warum klopft es? Weil das sind einfach Ingame-Sounds. Das hat nichts zu bedeuten. Das soll uns einfach nur verunsichern. Das Einzige, worauf wir achten müssen, ist das Pfeifen. Aber dann würde er doch nicht haha schreiben. Ja, ist halt lächerlich. Ist halt lächerlich. Was ist jetzt mit Zeit hier, Junge? Was ist da los? Okay. 0.30 Uhr, Käfige wurden wieder aufgemacht. Ich versteh's nicht. Wer, wie, was? Ja, du, was schreibst du da, Junge? Also, du hast Hallo gesagt erstmal. Hallöchen. Ich bin einfach immer, weißt du, ich bin einfach immer vorsichtig. Wenn Leute einfach so. Achso, der Code hat sich geändert. Wenn Leute einfach so ohne Kontext irgendwelche random Sachen schreiben, dann finde ich das immer zu doof, weißt du? Das ist einfach. Ne, bei Zeit hier sind wir uns noch nicht so sicher, Chat. Wir sind uns noch nicht so sicher, ob Zeit hier ein Kinny ist. Zeit hier, wie alt bist du? Wenn ich fragen darf. Ich wette, du hast den Gronkhub geschenkt bekommen, oder? Nein, Hallöchen. Guten Tag. Ey, wir sind nur vorsichtig. Du weißt nicht, was hier manchmal für Leute reinfliegen. Das ist halt einfach so. Da müssen wir halt vorsichtig sein.
13195. Es ist eh. Weißt du, natürlich kommt jetzt kein verschissenes Paket. Und ich call's jetzt, ich jinx es jetzt, ist mir scheißegal. Wenn wir jetzt da hochfahren, dann ist da fucking Paket. Dann kommt die Drohne reingeflogen und dann können wir uns wieder am Arsch lecken. Ohne Witz. Junge Zeit hier, mein Gott, Alter. Boah. Können wir den bitte timeouten, Leute? Ey, das ist so dumm. Es ist so dumm. Diese ganzen Kinder, wirklich, es ist so lächerlich. Die kommen hier von irgendwelchen Dingen von vor 4 Jahren und denken wirklich, die könnten mich damit ärgern, Alter. Es ist so dumm. Aber diese Leute von wegen. Oh! Ihr hattet mal Stress miteinander. Scheiße, ich schreibe jetzt Gronkh hier rein, ey. Es geht mir voll auf den Sack. Was ist mit euch, Mann? Was, also, wieso? Checkt das nicht. Wieso? Komm, Drohne. Ah, scheiße. Geil. Stimmt, keine Taschenlampe auf dem Dach anmachen. Stimmt. Ich hab das schon wieder vergessen. Ihr habt vollkommen recht. Vielen Dank. Mach mal Zeit da wieder frei. Gib mir mal noch eine Chance, komm. Wieso nicht? Weil ich mir gestern sagen lassen hab, also der Chat hat gesagt, dass dadurch der Sniper einen besser sieht. Und deswegen dann schneller angreift. Was war der Code? 13195. Okay, perfekt. Dankeschön. Pass mal auf, jetzt Paket. Ja! Natürlich! In 10 Minuten Paket! Gott sei Dank. Okay, eins müssen wir finden. Das wird doch wohl möglich sein, oder nicht? Das habe ich noch nie gesehen, dass hier eine Tür aufsteht. Ich wusste nicht mal, dass da eine ist. Okay, wir haben was gefunden. Das ist schon mal gut. Wir sind safe. Okay, 30 Sekunden. Bam. Na, natürlich. Natürlich muss es wieder 2 in 20 Minuten. Junge, willst du mich verarschen? Also, du hast auch gar keinen Bock, dass deine Mitarbeiter überleben, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Hättest du das Angebot nicht ein bisschen früher bekommen können? Damit wir ein bisschen mehr Zeitpuffer haben, so ein kleines bisschen. Warum hat sich eigentlich der Code wieder geändert? 34472. Egal, wir versuchen einfach noch ein oder zwei Sachen zu finden. Eine, also ein wäre gut, zwei wäre perfekt. Ist das ein Laptop? Lag das da schon vorher? Ich mach einfach mal Hack. Ich weiß es nicht. Auch wenn er zugeklappt ist. Ah, der Raum kann, den brauche ich mir gar nicht angucken, den kannst du sowieso vergessen, ich habe keine Ahnung. Ja! Ja! Geil! Es war ein Laptop! Fick die Hände, let's go! Wir sind die Besten! Wir sind die besten Dark Web Mitarbeiter, die es gibt, okay, warte mal. Eins. Wir machen noch eins. Der Typ hat aber auch eine Ausdauer, der hat gar keine. Das ist gar nicht existent bei ihm. Der Skilltree wurde bei ihm nicht aufgewertet. Kannst vergessen. 12.44 Uhr, warte mal. Ah, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, ich geh gleich.
Vielleicht finden wir noch eins. Ich will nicht zu viel, aber ich muss. Komm schon, gib mir irgendwas. Irgendwas Schönes. Papa braucht neue Schuhe. Vor allem braucht Papa sein Leben. Scheiß drauf. Wir müssen ja auch. Was war das? 2B oder 2A? Ich weiß es nicht mehr. That's it. Come closer. Gott. Don't. Ja, was soll ich denn machen? Wegfliegen oder was? Hüpfburg aufpusten! Sogar jetzt ist er aus der Puste. Ja gut, vielleicht hat er Angst. Ich kann nicht mehr. Was war das? 2A? Seid ihr euch sicher? Ja gut, wenn so viele das schreiben, dann wird schon stimmen. Es ist, ich gehe mal nicht davon aus, dass es jetzt Schrödingers Chat ist. Wo bleibt der Aufzug? Ich hoffe, wir schaffen das noch in der Zeit. Komm schon. Sollen wir die Antenne checken oder? Nee, oder? Ich glaube, wir haben nicht genügend Zeit. Julia, so lustig, ey. Taschenlampe bleibt aus. Wir könnten aber auch mal ganz kurz an die Antenne dran. Junge, du brauchst echt eine Asthma-Pumpe. Das ist ja nicht mehr normal. Der Arme. Lass mal die Shisha sein. Irgendwann werde ich genauso wahrscheinlich. Laufe ich 10 Meter im Stream und bin tot. Nein! Oh, Mann, du Feinde. Wenn da jetzt jemand steht, ne? Der Prototyp einer Fahrstuhlmusik. Ja, ist halt wirklich so. Das ist Fahrstuhlmusik. Wenn du Fahrstuhlmusik suchst, dann findest du das Lied 100%. Guck mal, wie lange wir fahren, ey. Walter, ich bitte dich, lass deinen Arsch da hinten drin. Ich kann das jetzt nicht gebrauchen. Willst du mich verarschen? Nein. Weil ich mich verklickt habe, ne? Zeit ist abgelaufen. Wir haben immer nur eine gewisse Zeit, um das zu liefern. Und jetzt ist sie abgelaufen. Weil ich in die 9 gefahren bin, ich Vollidiot. Jetzt haben wir 2 von 3. Jetzt müssen wir jedes Paket liefern. Ja, komm, sag hallo, komm. Antennensignal ist ausgefallen, das habe ich schon gesehen. Wenn der ganze Screen grau ist mit diesem weißen Punkt in der Mitte, dann weiß ich schon Bescheid. Das gibt es nicht. Aber das mit der Taschenlampe ist echt wichtig, glaube ich, oder? Nee! Nein! Willst du mich verarschen? Der Falco kommt. Der Wurm. Das meine ich. Wenn der Aufzug schließt und man ist auf dem Dach, dann musst du dich verstecken. Was passiert hier gerade? Was ist das hier gerade für eine Shitshow?
Noch sind wir da. Ich weiß aber nicht, ob das sein kann, dass der... Wir müssen das so aus... Das ist so lächerlich, wie lange der hier rumrennt. Ich meine, wir haben unseren Soll trotzdem schon erreicht für die Stunde, glaube ich, ne? Kann der uns da auch wegschnetzen? Ich glaube nicht. Komm, fahr jetzt. Bitte. Dankeschön. Jetzt kommt der Sniper. Headshot. Ja, natürlich muss ich einmal rum, ne? Alter! Ich hab ganz kurz gedacht, der kommt da jetzt wie John Cena einfach rausgeballert. Der haut mich mit dem AK auf die Matte drauf. Jetzt ist vorbei. Oh mein Gott. Mach doch nicht so eine Scheiße. Scheiße. Alle kurz Luft angehalten. Schlimmste ist, der kann auch aus 9C rauskommen. Der kann immer aus den C-Türen rausstürmen. Da muss man immer schnell zum Aufzug rennen. Oder das Spiel ist so abgefuckt. Wir gehen einfach direkt zum... Wir gehen direkt zum PC und gucken, ob der Code sich geändert hat. Das wäre dann aber Randy Orton. Ja, das weiß ich auch. Habe ich gesagt, dass das John Cena's Signature ist, Jack und Etik, oder was? Wen willst du jetzt hier ficken, hä? 61783. Okay, wir sind wieder im Game. Aber wir müssen jetzt unbedingt... Boah, 1 von 6! Und wir müssen jedes scheiß Paket liefern. Ja. Ich glaube, die Wette können wir auflösen. Also, ich weiß es nicht, also... Guckt euch das mal an. Was ist das? Nichts ist das. Ich brauche mehr Zeit am PC. Natürlich. Weißt du was? Scheiß drauf. Wir gucken erstmal die anderen Kameras. Jawohl. Genau das ist es doch. Genau davon reden wir. Genau davon reden wir. Noch sind wir da. Aber das ist ein ganz großes Noch. Ich weiß nicht, ob wir so lange warten können. Bitte lass keinen reinkommen. Bitte, bitte niemand da sein. Einfach nur durchrepariert. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte.
will doch gar nicht mehr. Ich will einfach nur, dass das nicht irgendwie aufgerissen wird, die Tür. Dass einfach nicht irgendwie jemand mir ins Gesicht scheißt. Code hat sich wieder verändert. Perfekt. Klasse. 13491. Falls das irgendjemand nicht mehr mitbekommen hat, Chat. Wir müssen zu jeder neuen Stunde natürlich, oder zu jeder vollen Stunde müssen wir dieses Ultimatum, dieses Ziel von gemeldeten Sachen, müssen wir erreichen, sonst ist vorbei. Wir haben 2 von 6 und wir sind gleich bei halb. Einfach nur mal so gesagt. Den haben wir schon. Hier ist auch gar nichts. Hier ist gar nichts. Das kann doch nicht wahr sein, als ob das so wenig ist. Ja! Meine Fresse! Endlich! 3 von 6. Komm schon. Wir brauchen bei jedem Durchgang jetzt was, von wo wir uns am PC setzen eigentlich. Weil sonst wird's hart. Mit dem Zeitfenster, wenn jetzt noch ein Paket reinfliegt, dann ist RIP. Das wird gleich passieren. Ich kann das nicht jedes Mal dieses drehen. Jedes Mal ekelhaft. Boah. Guckt euch das an. Hier ist nichts. Gar nichts. Kein Mensch, der irgendwo rumsteht. Gar nichts. Wo sind die alle? Was soll ich machen, wenn hier nichts kommt? Ja, natürlich. Wie viel Zeit haben wir dafür? 10 Minuten, pass mal auf. Minuten, oha! Okay, wann kam die Nachricht? Um 34, komm schon. Jawoll! Jawoll! Kreditkarten! 8C, wir haben gutes Puffer. Wir haben Zeit. 2 noch. Boah, meine Hände sind so am Schwitzen, das glaubt ihr nicht, ne? Also. 1.38 Uhr. Darf halt nicht zu schnell werden, weil sonst übersieht man so viele Dinge. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. 40 Sekunden, wenn das Licht aus ist, oder? War der, glaube ich. 40 Sekunden, wenn das Licht aus ist. Dankeschön, Ötti, übrigens für den Follow, ey. Und Dankeschön, Dragonetic und Yusi für die Subgift. Sorry, Mann. Ich meine, das Gute ist, ey, wenn das jetzt das Paket 20 Minuten oder so gewesen wäre, dann wäre es hart geworden. Jetzt aber 45 Minuten ist schaffbar. Wir müssen halt diese 2 Sachen jetzt finden in den Kameras. Weil sonst ist es nicht möglich. Sonst können wir das vergessen. Wenn du das Piepen meinst, das war meine Stoppuhr. Jetzt los. Jetzt hat sich der Code geändert. Du hast gejinxt. Scheiße. Du hast es einfach gejinxt.
Was machen die denn da? Okay, der müsste weg sein. Käsenudel, herzlich willkommen. Boah, jetzt Käsenudel, ich würde alles geben dafür. Aber nicht mein Tod. Okay. Code. Null fünf sechs fünf zwei. Okay, jetzt zählt's. 47, jetzt, also jetzt müssen wir. Wir brauchen zwei Sachen. Wir brauchen zwei Sachen. Ja! Oh mein Gott. Heck, komm schon, eine Sache noch. What the fuck? Wollt ihr mich verarschen? Was war das? Verpisst euch, ich kaufe keine Staubsauger. Lass mich in Ruhe. Es hat noch nie geklopft, was soll ich machen, wenn es klopft? Okay, eine Sache, komm schon. Dann haben wir es. Dann können wir das Paket holen. Bitte. Bitte. Ja! Ich meine, oh nein, eine Leiche. Was war das? 8C? Was war das? Was war die Tür? Was war die Tür? Bitte sagt mir, dass ihr die Tür kennt. Das ist die Tür, wo der Wurm rauskommt, ne? Ich meine nur. Das ist die Tür, wo der Falco rauskommen kann. Oh. Ey, ich bin fertig. Also die nächste Schicht wird auch wieder krass, aber egal. Also das Paket haben wir noch genügend Zeit. Das heißt, wir könnten theoretisch die Antenne checken. Lass uns die Antenne checken. Ich mach's einfach. Das Problem ist, das ist 8C. Das Problem ist, wenn der jetzt da rauskommt, dann haben wir verloren. Weil dann können wir das Paket, also wir könnten vielleicht das Paket danach nochmal abliefern. Aber wir müssen halt gucken, ob die Zeit reicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Alter. Ich hau gleich sowas von in diese Tastenbox rein. Das Paket ist geliefert. Ist okay. That's it. Come closer. Okay, wir sind safe. Willst du mich verarschen? Ich weiß, warum die diese Scheißmusik genutzt haben. Links.
Nach links drehen. Also nach rechts. Also, ihr wisst schon. Und natürlich ist wieder die falsche Entscheidung. Oh mein Gott. Halt's Maul, als ob, Junge. Das ist so scheiße. Es ist wirklich immer die entgegengesetzte Richtung. Das ist so Quatsch. Das kann nicht sein. Betty, du kannst dir den Clip angucken. Vielleicht kommst du dann vielleicht ein bisschen besser drauf klar. Clip ist oben angeheftet normalerweise. Wo ich das versuche zu erklären. Okay, der Code hat sich safe geändert, oder? Der muss ein anderer sein. Der muss... Ich meine, das haben wir ja gerade schon gehabt, oder? 30677. Wir müssen 7 Sachen finden. Boah! Okay, Chat, könnt ihr die 30 Sekunden tracken, wenn wir am PC sind? Weil ich, also, ich kann nicht die ganze Zeit diese... Ich brauche jetzt die Zeit. Komm schon. Direkt 2 Sachen im ersten Durchgang, komm. Ey. Was soll das denn? Ja, bitte. Danke. Noch eine. Komm schon. Muss gucken. Ja, natürlich muss ich gucken. Wir haben gewonnen, wenn wir um 5 Uhr morgens... Wir müssen bis 5 Uhr morgens überleben, Leute. Ist unsere Schicht vorbei. Wir haben jetzt gerade 3 Uhr. Also, nee, wann haben wir? 2.13 Uhr. Komm schon. Brauch was zu melden. Sonst wird's knapp. Das muss ich gleich machen. Nein, in-game. Real life. Bis dahin bin ich geschmolzen. Aber wir haben jetzt 2 Sachen. Wir brauchen bis um 3 brauchen wir noch 6 Sachen. Das ist nicht gut. Das ist alles Zeit, die wir verloren, die wir verlieren. Also ich sag's dir, ich glaube, es ist die weiteste Runde, oder? So weit sind wir noch nie gekommen. Tanto di trovo. Halt's Maul! Geh woanders. Einkaufen. Was weiß ich, was du willst. Nudeln kochen. Ja, ich habe das Licht ausgemacht, ich weiß, aber das hatte ich ja gerade auch aus und da ging er auch relativ schnell wieder, oder? Oder ist er da lange geblieben? Einfach gehen, komm. Einfach gehen jetzt. Ja, das ist Mr. Del Falco. Wenn wir es pfeifen hören, dann müssen wir uns verstecken. Was ist... Also... Soll mir mal einer erzählen, dass das nicht spannend ist? Guck mal. Geh. Geh. Das sind locker 10 Minuten in-game, oder? Wie der hier rumrennt.
Geh. Gott sei Dank. Was ist der Code? Was ist der Code? Was ist der Code? Was ist der Code? Natürlich hat er sich geändert. Hier 2588. Wir haben noch Zeit. Aber die wird knapp. Müsst mir sagen, wann 30 Sekunden vorbei ist, ich weiß nicht. Ey, hör doch auf jetzt! Das kann doch nicht euer Ernst sein! Alles ist gegen uns. Alles. Ja klar, Alter. 24 vor 4 Minuten. Aber da haben wir auch wieder 45 Minuten Zeit. Nee! Och Junge! Du gehst mir auf den Sack! Du gehst mir so hart auf den Sack, weißt du das? Das kann nicht ernst sein, wirklich. Das war 2024, ne? 2:24 Uhr. Es hat insofern Schwierigkeitsgrad. Es gibt diesen normalen Modus, wie gesagt, wenn wir tot sind, müssen wir wieder von vorne beginnen. Oder es gibt den Casual-Modus, wenn du halt eine Stunde voll hast, ist das quasi ein Save-Point. Aber wir probieren es natürlich normal, ist ja klar. Es sei denn, wir sagen immer keinen Bock mehr. Aber ich sage euch ehrlich, ich fühle das Spiel halt gar nicht, wenn du einen Savepoint hast. Aber man muss halt auch aufpassen, dass es einen irgendwann nicht abfuckt. Bisher würde ich nicht sagen, dass es so schwer wie die anderen Welcome to the Game Spiele ist. Da war es hart. Da war es richtig hart. Da habe ich nie durchgeblickt. Wieso müssen wir da unter das Bett? Ja, was soll ich sonst was machen? Soll ich da im Zimmer stehen bleiben oder was? Meint ihr, der geht dann schneller? Ich hab Casual. Nein, warum sollte ich Casual probieren, wenn wir es normal erstmal probieren? Also, wieso? Wird ja beschrieben im Hauptmenü. Das ist doch. Ey, wie sollen wir das einholen? Wir sind bei 3, ne? Wie sollen wir das einholen? Wie? Belieben. Das ist der einzige Weg. Hier steht auch nix, ne? Nix. Geld. Okay, und gucken. Yes. Das ist die erste Runde. Die letzten Male haben wir es immer so gemacht, weil wir so spät damit angefangen haben, dass ich halt gesagt habe, wir machen bis ich sterbe und dann hören wir auf mit dem Stream. Weil ihr merkt es ja selber, so eine Runde kann schnell mal einfach eine Stunde gehen, ne? Wenn du halt weit kommst. Was war der Code? Habt ihr es gesehen? Sonst muss ich mir nochmal einen PC setzen. Oh, ihr seid die Besten. Let's go, Alter. 41646. Okay. Und jetzt rein. Komm schon. 4 von 8, die Hälfte. Wir haben noch 20 Minuten. Verdammte Scheiße. Wie? Da war ein Rucksack. Oh mein Gott. Natürlich. Nein, das. Okay, wir gucken.
Weiter geht's. Schlüssel. Was sind denn Schlüssel? Was sind denn Schlüssel? Access Point? Sus? High Value? Okay. Wir sind bei 6. Wir brauchen noch 2. Oh mein Gott. Das Paket hat noch Zeit. Wir haben es um 24 bekommen. Wir haben noch Zeit. Wir müssen jetzt dranbleiben. Wir können jetzt nicht das Paket holen gehen. Wir müssen diese zwei Dinger haben, sonst können wir das gerade vergessen. Also entweder die kommen jetzt oder es ist vorbei. Ganz einfache Rechnung. Komm schon. Bitte. Junge, jetzt kommt wieder gar nichts. Jetzt kommt hier nur Müll. Das gibt's doch nicht. Und gucken. Oh nee. Unten am Stuhl im Büro lag was. Ey, wenn das jetzt ein Call ist, der nicht stimmt, ne? Leute, das können wir nicht gebrauchen jetzt. Ich weiß, es ist schwer. Ich schalte auch links und rechts, aber seid euch bitte sicher. Zehn Minuten. Komm schon. Gib mir was, gib mir was, gib mir was. Bitte. Bitte gib mir irgendwas. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Spiel. Bitte. Guckt euch das an. Hier liegt gar nichts. Boah, das wird so knapp. Nein, das ist das Bildflackern. Da liegt nichts. Das ist die Kamera, die flackert. Guck mal, hier ist nichts. 53. Ey, das wollt ihr mir doch jetzt nicht erzählen, oder? Leute, bitte. Womit haben wir das verdient? Oh mein Gott. Willst du mich verarschen? Okay, gucken. Bitte. Der heilige Gral. Einfach irgendwas. Irgendwas. Komm schon. Komm schon, bitte. Muss halt wirklich gucken, ne? Schon. Ey. 2 Minuten. Ja, ciao. Das gibt es nicht, ey. Das gibt es. Oh, das kann nicht wahr sein. Wir haben von 45 Dingern nur 22 gefunden. Junge, wem willst du das denn erzählen? Ich meine, klar, wir waren auch viel unterwegs, ne? Logischerweise, aber...
Ey, wir hätten 45 Sachen finden können, theoretisch. Wenn man jetzt halt, also es sind ja trotzdem Dinge in der Kamera drin, während die Antennensignale zum Beispiel weg sind oder wir Pakete wegliefern oder so, ne? Die ploppen ja auch immer wieder weg. Alter, wir waren so gut. Trotzdem, Claps, Leute, war super. Wir waren wirklich gut. Also wir waren noch nie so gut wie heute. Wir waren noch nie so gut wie heute. Wäre schön, wenn man am Ende sehen würde. Ja gut, aber wie wollen die alle zusammenfassen? Das sind ja allein 20 Stück gewesen. Wie willst du die... Boah. Der Tag wird kommen, Chat. Der Tag wird kommen, wo wir dieses Spiel in die Knie weisen. Ganz einfach. Fertig.